So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal richtig cool, dass ihr das Video bei Henkel auch so gefeiert habt, weil wenn ihr nämlich solche Videos so feiert, kriegen wir bzw. ich die Möglichkeiten, solche Firmen zu besuchen. Und das ist ja eigentlich meine bzw. unsere Intention mit dem Ganzen. Wir wollen euch Technik zeigen, wir wollen euch zum Schrauben bringen und wir wollen halt einfach diesen Spirit Tuning wieder aufleben lassen. Ne? Egal was für ein Tuning, das habe ich ja neulich im Renés Video mit dem Golf auch schon gesagt, baut einfach auf was ihr Lust habt, egal wie es aussieht, egal ob es was bringt oder nichts bringt, einfach machen. So, und deswegen ist es für mich wirklich immer ein cooles Gefühl, wenn solche Videos extrem gut ankommt, weil dann kann ich euch nämlich versprechen, dass da noch jede Menge weitere coole Technik in alle Richtungen kommt. Ja, so viel dazu vorweg. Ihr habt ja gerade noch gesehen, dass wir bei Henkel in Heidelberg waren. Jetzt ist Mike schon bei uns in Langenhagen. Ich habe dir mal das Auto bei uns in Ladenverkauf gestellt. Sehr schön. Hier ist es einfach ein bisschen wärmer, ruhiger und so weiter. Und morgen Abend ist wieder Fast Friday bei Alus. Das heißt, ab 18 Uhr ist der Ladenverkauf auch hier offen. Das Auto wird hier stehen, hoffentlich abgedichtet. Ich versuche es. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Abdichten, Mike ist auch am Start. Richtig. Und wird euch hoffentlich helfen. Ja, war super cool in Heidelberg, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, hat mir Spaß gemacht. War cool, wir haben auf jeden Fall was gelernt, war mal ganz was anderes, weil es ging ja eigentlich fast nicht mal, es ging mal nicht um Autos. So, Klebstoff, ne? Halt mal, was anderes. Es war Klebstoffe für Autos, aber trotzdem, war halt, war wirklich, war interessant. So, jetzt erstmal zu dir als Person. Du bist ja heute hier, um mein Auto abzudichten. Du machst das auf eine besondere Art und Weise, mit besonders viel, ich sag jetzt mal, Leidenschaft. Ja, ich mag Autos, ich bin selbst Karosseriebauer und es wird eine große Aufgabe sein, weil die ganzen Kleb- und Dichtstoffe sind halt alle weg. Mhm. Und das ist alles Handarbeit, also ich bin jetzt kein Roboter. Mhm. Ich mache es per Hand und versuche die Nähte so darzustellen, dass sie wirklich schön aussehen. Also ich habe noch einen Anspruch und das ist mein Anspruch, diese Nähte richtig schön zu machen. Okay, das heißt, was machst du eigentlich bei der Firma Henkel? Weil du bist jetzt ja nicht der RS4 Limo abdichten Außenvertreter, der jetzt von Henkel geschickt wurde, um das Auto abzudichten, sondern nee, du machst eigentlich was anderes da, ne? Genau, ich bin bei Henkel in der Anwendungstechnik, das heißt, ich mache die ganzen Abendtrainings bei den Händlern. Ich unterstütze in den Werkstätten in verschiedenen Bereichen. Das können Scheibenkleben sein, wie wir es gesehen hatten in Heidelberg. Abdichtungen, Motorabdichtungen, Beschichtungen, Konservierung, alles was im Kleben und Dichten Bereich ist. Als Techniker bin ich unterwegs im ganzen norddeutschen Raum. Mhm. Also ab Kassel, das geht dann rüber Berlin bis Osnabrück und an der Nordostsee, das ist so mein Bereich. Und weil viele von euch dachten natürlich, dass Firma Henkel auf mich zugekommen ist, war nicht so, sondern du hast so einen witzigen Instagram-Namen. Ja, den habe ich. Dr. Kleb und Dicht. Und eigentlich bin ich so auf Mike zugekommen, weil ich fand die Arbeit so cool auf der Seite, dass ich gesagt habe, wir kriegen das einfach wieder unmöglich selber besser hin. Und da wir ja schon das Ziel haben, einfach ein perfektes Auto zu bauen, ne, gab es für mich eigentlich gar keinen Weg drum herum. Und du hast zum Glück gesagt, du hast da Bock drauf und machst es. Genau. Ich habe es abgeklärt bei uns intern und ja. Jetzt sind wir hier, jetzt kann es losgehen. So, blanke Karosse, heißt wirklich blank, nur die KTL ist drauf? Richtig. Das heißt, was machen wir jetzt hier? Was hast du so mitgebracht? Also ich habe verschiedene Düsen mitgebracht. Mhm. Ich muss mal schauen, wie wir das machen, weil das ist Handabdichtung, das ist alles jetzt improvisiert. Die ganz normale Silikondüse. Mhm. Wenn ich sie schneiden würde, ja, würde ich sie vorne schräg schneiden, mit einem Strich drauf, dass ich weiß, wo die Mitte ist. Mhm. Habe mal einen flexiblen Schlauch, um flexibler abzudichten, also gerade so Übergänge, Sicken und sowas. Klar, Pinsel kommt nicht drum rum bei deinem Fahrzeug. Ein paar neue Strukturen, was im neuen Fahrzeugbereich gerade ist. Die geschuppten Nähte, die haben vorne hier so einen ganz kleinen Schlitz in der Düse. Ja, okay. Eine Halbkugel. Und damit kann ich halt die geschuppten Nähte spritzen, mit halt der richtigen Dichtmasse. Mhm. In diesem Fall ist es eine multifunktionale Dichtmasse. Das heißt, die spritzbare Nahtabdichtung. Mhm. Wir haben die Farbe gewählt in Ocker, damit ich auch sehe, was ich mache. Ich könnte grau oder schwarz nehmen. Nicht wir, ich war da raus aus dieser Frage. Das war Chris. Wahrscheinlich mit Absicht, weil jeder, der mich kennt, wüsste, ich hätte einfach gesagt, mach schwarz. Gibt es schwarz? Ja, gibt schwarz, ja. So, finde es jetzt aber unterm Strich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, das sieht ganz geil aus als Endergebnis. Ne? Für mich ist es gut, ich sehe, was ich mache. Mhm. Gerade an der schwarzen KTL, der schwarzen Dichtmasse. Chris meinte auch, dass die Porsche ab Werk wohl auch so sind. Ne? Ja, die Farben sind halt PVCs, man kann es nicht werkseitig mit Reparatur vergleichen. Okay,
Ja, habe ich dich irgendwo unterbrochen oder waren wir soweit schon durch, was Düsen angeht? Nein, Düsen gibt es natürlich noch mehr Varianten. Es gibt die Burlak-Düsen, was in Tür- und Motorhauben einsetzt. Mhm. Fällt bei dir weg, weil das ist Carbon. Mhm. Oder ich kann halt Düsen verwenden, die, wo ich spritzen kann. Mhm. Also Lichtmasse versprühen kann, mhm, zum Beispiel, mit der jeweiligen Pistole. Ja, ansonsten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Auto abdichten sollen würde, ich hätte wirklich so baumarktmäßig jetzt diese Düse genommen und hätte da angefangen. Und ich glaube, ich wäre dann noch ein bisschen Pinselrübergang fertig. Ja, das ist einfach so. So wie zu Hause im Badezimmer, ne? So, weil das muss ich auch ehrlich sagen, habe ich noch nie großartig irgendwie gemacht. Was wichtig ist für mich, ich habe immer so viel geschweißt, dass es einfach weg war. Ja. Was für mich immer wichtig ist, sind diese Spraydosendeckel. Mhm. Dass, wenn ich, der mir den Naht nicht gefällt, nehme ich den Deckel, fahre einmal lang und mache sie wieder weg. Kommt das heute auch mal vor? Ne? Das kann passieren. Okay, cool. Wie wollen wir anfangen, beziehungsweise wie würdest du anfangen? Also ich würde mit dem Vorderwagen anfangen. Das heißt, hier sind genug Dichtnähte zu machen, wie zum Beispiel hier oben im oberen Bereich. Erstmal, wieso machen wir überhaupt Dichtnähte drauf? Also warum kann ich jetzt nicht einfach, Chris, lackieren und geht los? Ja, dann habe ich das Problem, gerade wenn ich so Bleche habe, ich suche mal einen Teil, sagen wir hier wie hier zum Beispiel, in so Kanten. Mhm. Und gerade auf den Kanten kann es ja dann passieren, dass du halt Kantenkorrosion hast. Mhm. Und da musst du abdichten auf diesen Kanten, genau wie hier in diesem Bereich, mhm, dass die Kante benetzt ist oder beschichtet ist mit Dichtmaterial. Würde durch so eine Kante, meinst du, hier würde auch noch Feuchtigkeit durchkommen? Ja. Das ist auch noch. Also ja, wir müssen es richtig abdichten, wie der Name auch schon sagt, dass auch kein Wasser in den Innenraum und in die ganzen Hohlräume und so weiter kommt. Jeder, der schon mal so einen Wassereinbruch gesucht hat an seinem Fahrzeug oder in der Werkstatt, Wasser kann von links reinlaufen, aber rechts raus, also in den Innenraum, mhm, laufen. Mhm. Das kann auch passieren. Ja. Na, Wasser sucht sich den Weg halt. Und das ist wichtig, okay, halt, das ist halt nicht ganz einfach. Ich muss jetzt jede Dichtnaht hier oder jeden Spalt sehen, dass ich ihn dicht habe, dass wirklich, wenn du dein Auto nachher mal wäscht, wirklich kein Wasser ins Fahrzeug läuft und, mhm, Steuergeräte beschädigt oder ähnliches. Das heißt, es kommt jetzt sogar nicht nur darauf an, es abzudichten, sondern auch an den richtigen Stellen abzudichten. Ja. Weil du wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil ich die ganze Zeit zugucke, rigoros alles abdichten willst. Nein. So, klar, man könnte das jetzt einfach komplett und fertig. Wurde das damals im Werk gemacht? Werkseitig, die Zeit, wie es heute gemacht wird, gehen wir auf die heutige Zeit. Mhm. Heute machen es alles Roboter. Mhm. Das heißt, außer Türabdichtung, die erfolgen von außen, die Tür ist geschlossen. Oder Roboter dann mit einem, ja, sagen wir, Draht, wo in der Mitte ein Schlitz ist, mhm, in den Türspalt fährt, dreht sich einmal, fährt den Türspalt ab. Echt krass. Und dann wird von außen die Tür innen abgedichtet. Ja. Ne, per Roboter. Ja. Sehen ab Werk, weil ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so genau bei dem Auto, sehen da alle Nähte genau gleich aus? Also sind die alle so schuppig hier einfach so lang gespritzt oder gibt es da auch verschiedene Nähte? Nein, das sind verschiedene. Sind schon verschiedene? Das sind gepinselt. Echt? Gepinselte Nähte, ganz normale Dichtraupen, ja, ne, oder versprühte Nähte gibt es ja auch, ja, in diesem Fall. Okay, ich glaube auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall deutlich krasser und cooler als original aussehen wird. Das wird eine Herausforderung sein, weil das nicht mal eben so einfach ist. Weil ich bin kein Roboter. Mhm. Ich muss natürlich sehen. Aber Maschine. Die Maschine, genau. Okay, das heißt, was würdest du normalerweise sagen, wie viele Stunden brauchst du für so eine ganze Karosse? Ich gehe mal davon aus, für die ganze Karosse, wenn es hundertprozentig werden soll, das will ich haben, 100%, das ist mein Anspruch. Wird sich auch morgen wirklich jeder bis in die letzte Ecke hier angucken? Zwei Tage. Auf jeden Fall, okay, bis es fertig ist. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall noch umso dankbarer, dass du uns diese Aufgabe abnimmst, weil zwei Tage ist natürlich fast so lange, wie wir für die Seitenteile gebraucht haben. Es sind viele Nähte, schau doch mal, hinten, ja, vorne, ja, ich glaube da schon. Ne, vieles kann ich noch nicht machen, weil das Dach fehlt noch, die Seitenwände fehlen noch. Das wären wahrscheinlich in Summe, wenn man jetzt überlegt, so ein Auto 4 Meter lang, ja, da wirst du in Summe wahrscheinlich schon so einen Kilometer Naht gemacht haben, so übertrieben gesagt. Ja. Ne? Das kommt schon gut was zusammen. Wobei jetzt ja noch wenig dran ist, ne? Wenn jetzt so Seitenteile und Dach und so weiter, wäre das ja alles nochmal. Tja, okay. Wir haben das heißt aber, Scheibe und so wirst du jetzt nicht einkleben und Dach zum Beispiel? Nee. Nein, jetzt nicht. Erstmal Abdichtung. Scheibe A definitiv immer nach dem Lackieren. Okay. So, weil. Logisch, klar. Genau, weil auch, also muss nicht. Viele kleben Scheiben einfach ab vorm Lackieren. Mhm. Aber deswegen haben wir ja zum Beispiel beim Lambo und so rigoros alles rausgemacht. Weil ich bin immer einer, wenn ein Auto lackiert wird, dann wird es genau so lackiert, dass das alles schön ist und man klebt quasi von null die Scheibe an. Ja. So, und Dach ist dann noch mal eine andere Geschichte, wenn wir alles einkleben. Jetzt geht es erstmal gar nicht um Kleben, sondern nur abdichten. Okay. So, wo fangen wir an? Was willst du als erstes machen? Ja, wir machen mal die Nähte hier oben, fangen wir mal an. Dann gehen wir hier unten mal weiter lang, machen hier mal kurz die Naht zu, dass hier ist alles, mhm,
abgedichtet ist. Muss das irgendwie vorbehandelt werden? Reinigen ist wichtig auf jeden Fall. Weil wir haben ja im letzten Video gesehen mit Anpetten bei Klebern und so weiter. Die Dichtmasse, die ich verwende, ist ein NS-Polymer. Die ist primerlos und hat gute Haftung auf dem Untergrund. Ich vermute, die härtet nicht komplett aus, sondern bleibt elastisch. Sie bleibt hartelastisch. Hartelastisch. Weil die darf nicht zu weich sein. Weil wenn ich das lackieren würde, würde draufdrücken, würde die Naht Lack brechen. Lack reißen. Genau. Deswegen ist sie hartelastisch und kann ich dann auch danach mit Wasserlack überlackieren. Okay, cool. Ich könnte auch sofort nass in nass überlackieren. Würde auch gehen. Mit der Dichtmasse. Ist die bis morgen Abend anfängerfest? Weil es werden bestimmt Leute mit ihren Fingernägeln geben, die jetzt so... Wird sie. Gut, okay. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Wäre nicht so schön, aber sie wäre dann... Nur nicht kaputt machen. Okay. Ja, ich würde sagen, und Action. Dann starten wir. Als erstes musst du uns jetzt hier nochmal deine Pistole erklären. Ja, also wie viel Druck und wie viel Luft braucht man? Geht das mit einem ganz normalen handelsüblichen Kompressor oder braucht man da schon einen, der richtig Luft macht? Also ich würde einen nehmen, der Luft macht, wenn ich mehrere Abdichtungen mache am Fahrzeug. Weil ich kann mit der Pistole bis 24 Bar. Oh, die habe ich ja nicht. Dein Kompressor hat nicht 24, aber wenn ich mal hochgehe, bin ich da kurz bei 23 Bar, was jetzt hier herrscht zum Verarbeiten der Dichtmasse. Brauche ich bei der Düse aber jetzt nicht. Das wären diese breiten Applikationen als Geräuschdämmung, die man spritzt, dann gehe ich mit dem Druck so hoch. Verstehe. Ich arbeite hier mit dem Druck von 4 bis 5 Bar mit der spritzbaren Naht hier drin. Ich bin mit dem Verbindungsschlauch. Da wollte ich zur Sekunde drauf eingehen. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch das so kennen. Die wenigsten. Die wenigsten, ne? Aber das ist Spezial oder Henkel? Das ist Henkel. Henkel, okay. Na, das ist ein Außenschlauch und dann Innenschlauch. Den Innenschlauch tausche ich aus und den Außenschlauch behalte ich. Okay. Na, ich mache zum Beispiel damit Abdichtung, nehmen wir mal den schönen Klassiker T3-Abdichtung, T4-Abdichtung, wo ich so Sicken habe von außen, kann ich super die Sicken mit runterfahren. Okay, das heißt, das ist nicht eine Verlängerung, sondern das ist einfach wie, um da ein bisschen Flexibilität zu sein. Weil wenn die Düse nicht vorne aufgeschraubt wäre auf die Kartusche und ich müsste abdichten, bin ich mit der Pistole recht unhandlich. Ja. Und wie du die Spitze anschneidest, ist Erfahrungssache oder ist das immer nahtabhängig? Komm, ich zeig das. Die Düse habe ich hier in diesem Bereich schräg geschnitten. Das ist die ganz normale handelsübliche Silikondüse. Schräg geschnitten, damit ich das Material in den Untergrund eindrücke. Und als Hilfe mache ich mir oben auf der Oberseite einen Eddingstrich, damit ich weiß, wo die Mitte ist. Naja. Weil sonst weiß ich nicht, wo die Mitte ist und ich hantiere da rum und Verstehe. Krieg dich da nicht hin. Aber trotzdem ist es ja so, du hättest jetzt ja kürzer und weiter und so weiter schneiden können. Wenn ich weiter runter geht. Dann habe ich halt die Öffnung größer und halt eine größere Wulst oder größere Dichtraupe, die ich da auftrage. Aber schräg schneiden ist wichtig. Ja, das ist klar, ja. Das kenne ich ja. Also ist aber schon ja eigentlich schon krass Erfahrungssache, ne? Weil du hast ja schon ein paar Faktoren drin, die du einfach wissen musst, damit es so aussieht, wie es gleich hoffentlich wird. Ja, wird es. Okay, also reinigen. Reinigen ist wichtig, klar. Mit dem richtigen Reiniger. Wir hatten schon das Thema, keinen Bremsereiniger verwenden, bitte. Ja. Sondern den richtigen Reiniger, also in diesem Fall ein Thiosonreiniger, zum Passen zum Material. Und das ist der, genau. Und mit diesem Reiniger, da bin ich auf der sicheren Seite, dass hier alles funktioniert. Aber wirklich einfach nur Tuch nehmen, wischen, fertig. Nicht wie, groß. Wie wischen, ne, sondern einfach in eine Richtung bitte wischen, das Blatt vielleicht nochmal nachwischen. Abfahrt, okay. Ja, dann geht's weiter. Einmal kurz die Dichtraupe auf der, auf der Pappe machen, sag ich mal. Damit ich weiß von der Geschwindigkeit, wie muss ich ziehen. So, jetzt habe ich die Geschwindigkeit schon mal, die ich brauche. Dann kann ich hierher gehen. Ziehe mir die Naht einmal ohne Dichtnaht, also ohne Materialvorschub. Jetzt wollte ich gerade sagen, Vorführeffekt. Nein. Tut sich nichts, aber. Und dann gehe ich her und dichte hier dementsprechend meine Dichtnaht. Sauber ab. Sauber ab, genau. Doch, ganz schön flüssig, das Zeug, ne? Ich hätte das gesagt, ist gut so. Ich hätte gedacht, das ist schon ein bisschen fester. Weil damit kann ich ein bisschen spielen, mit dem Abdichten jetzt. Ich kann es Pinsel nehmen, kann es in den Ecken verstreichen, kann Spachtel nehmen. Mit dem Finger und Handschuh. Kann das kurz einmal verstreichen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ab Werk war mit solchen Löchern, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Ob die ab Werk, ob da so viel Dichtmasse drauf war, dass sie alle zu waren? Meine da nicht. Es gibt Sachen am Fahrzeug, die darf ich nicht abdichten, weil ich habe Kondenswasser. Oder zum Beispiel, ich zeige dir mal eine Stelle im Radbereich. Hier zum Beispiel. Na, hier ist das Blech oben aufgesetzt.
Hier unten ist die Kante offen und diese Kante hier darf ich nicht abdichten. Damit zur Not auch unten. Damit Wasser, was da reinkommt, eventuell, da wieder rauslaufen kann. Okay. Solche Bereiche, die wir hier alle nachgeschweißt haben, die auch alle, ziehst du alle ab? Die muss ich abziehen. Ja. Okay, die wirst du aber nicht so abziehen, sondern das ist dann wieder anders. Entweder mit dem Pinsel oder ich nehme ein anderes System. Ich guck mal, was am besten dazu passt. Hast du die Kartusche vorher angewärmt? Nein, in diesem Fall ist die Kartusche kalt. Ich nehme die angewärmten Kartuschen nur dann, wenn ich halt breit spritzen möchte oder geschuppte Nähte spritzen möchte. Zum Versprühen muss ich auch nicht warm machen. Aber halt nur also die ganzen neuen Nähte, die man heute hat, die geschuppten Nähte an den Fahrzeugen, da muss ich mal anwärmen, damit es noch dünner wird. Okay, das heißt, so einfach fertig oder musst du noch irgendwas machen? Fertig. Also die Kanten verbinden noch und weiter, ne? Das war jetzt die erste Naht. Ja, ja. Achso, okay, du musst richtig hier bis hinten in die Ecke. Ich muss bis da hinten hoch. Ich muss jetzt hier runter und bis hinten in die Ecke hoch, dass hier alles dicht ist, damit... Wie lange kannst du jetzt so zwischendrin immer so ein bisschen quatschen, ohne dass das hart wird und du die Spitze ändern musst und so weiter? Also wenn wir bei hohen Temperaturen arbeiten, bei hoher Luftfeuchtigkeit, härtet meine Dichtmasse natürlich schneller durch. Durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit härtet dieses Material halt durch. Ja, ja. Wenn ich im Winter arbeite, brauchst du ein bisschen länger, weil Luftfeuchtigkeit nicht gegeben ist. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass nach 5 Minuten schon fest ist, dass du eine neue Düse brauchst? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn ich, kann ich nochmal andrücken und dann das vorne, wisch es vorne ab und mach weiter. Ja, ich will dich nicht weiter aufhalten. Ja, ich mach mal weiter. Mach mal ein paar Nähte hier. Und das mache ich jetzt immer weiter in den Ecken hoch, immer Stück für Stück. Und dann sind Dichtnähte fertig. Sieht auf jeden Fall krass aus. Also sieht so kinderleicht aus. Ja, mach mal. Nee, ich wollte gerade sagen, ich will es jetzt nicht vormachen, weil es kann nur in die Hose gehen. Und die Karosse ist auch einfach zu schade dafür, dass gleich das Schöne alles so eingesaut ist. Ne? Kannst du mit dem Finger auch regeln, oder gibt es ja 0 oder 1? Nein, ich kann die auch regeln mit dem Abzug. Die hier, das ist ja der vorne Faktor. Der Faktor kommt dann nämlich auch noch dazu. Ne? Deswegen lassen wir das einmal lieber. Ja, machen wir ruhig noch ein paar hier, so 1, 2, 3. Ja, ich gucke mal ein paar Nähte mal aus. So, kannst du ja hier mal einmal so verbinden oder so, auch wenn ich weiß, das sind jetzt natürlich schwierige Stellen. Wahrscheinlich bitte mal einen Lappen bitte ganz kurz, dann kann ich hier von einmal abwischen. Der geht echt jede Naht immer einmal ab. So, da haben wir eine kleine Stelle, das ist aber kein Problem. Da gehe ich gleich her mit einem spitzen Gegenstand und tupfe das so hin und sieht man es kaum, dass da eine Stelle ist. Diese kleine, ich sag jetzt mal, offene Blasestelle, die du da so meinst. Genau. Und so die auch, man darf immer nicht vergessen, wir reden jetzt ja wirklich von Sachen, die alle überlackiert werden. Ne? Jetzt gerade fällt das natürlich krass auf. Der Farbunterschied ist nicht krass. Genau. Das wird ja alles nochmal lackiert. Was ist jetzt so mit, wo du jetzt aufgehört hast? Ich sag jetzt mal, dieser kleine Faden, der sich noch so gezogen hat, würdest du das auch alles nochmal wegwischen? Ich würde jetzt mit dem Finger oder mit dem Pinsel die Stelle kurz einmal... Echt? Auch das noch so? ...arbeiten. Ja, okay, dann bist du wirklich heute ein bisschen beschäftigt. Ja, so ein paar Meter zu machen. Okay, gibt es irgendeine andere Naht, die du uns erstmal zeigen willst noch oder willst du jetzt erstmal so ein bisschen machen? Ich mache das kurz fertig in dem Bereich mit den feinen Nähten und dann wechsle ich auf die nächste Naht. Okay. So, ungefähr 4 Stunden später nimmt das Ganze im Motorraum ein bisschen Form an. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du meintest mit dem Farbkontrast, ne? Das sieht schon crazy aus, ne? Ja, schwarz und dieses Ocker, ja, sieht schon schön aus. Was hast du bisher gemacht? Wie weit bist du?
Also der Vorderwagen ist soweit abgedichtet, der Wasserkasten ist dicht und ja, die Träger sind beschichtet. Wichtig ist halt, dass die Kanten benetzt sind, wie hier oben drin zum Beispiel, dass auf den Kanten Material ist, damit da kein Rost entstehen kann. Ja, auf den Kanten. Ja, Radkasten innen, also Vorderwagen ist soweit fertig. Ja, müssen wir auf die Seite nochmal kippen, dass wir dann unten die ganze Nähte machen können. Ja klar, unten machen wir anschließend, ja. Könnte man das Ganze theoretisch bündig jetzt wegwischen, oben drauf noch? Wenn ich es wegwische, wische ich die Kante wieder frei. Das heißt, es hält dann auf jeden Fall nicht mehr so gut wie jetzt, wenn es vollflächig einmal zu ist. Also wenn ich mit dem Pinsel auftrage in die Richtung der Kante, dann habe ich die Benetzung so, dass auf der Kante auch Material sich befindet. Das heißt, das ist schon wirklich jetzt Minimum, was man so auftragen kann? Das wäre Minimum, was ich auftragen kann. Ja, ja. Cool, also ich finde das extrem sexy auf jeden Fall, wenn man hier so in die Ecken reinguckt. Das sieht schon cool aus. Vor allem, man darf immer nicht vergessen, das Ganze wird ja am Ende noch lackiert. Und wenn das Ganze lackiert ist, fällt es eigentlich gar nicht auf. Richtig. Sieht ganz anders aus. So, das war jetzt alles händisch mit Pistole und Pinsel aufgetragen, ne? Richtig. Nun kommt der Teil, wo du gerne was spritzen würdest. Jetzt spritzen wir einmal so eine Flatstream-Naht. Wie heißt sie? Flatstream. Das heißt, die Düse habe ich vorhin schon mal ganz kurz gezeigt. Ja, ja. Das ist ja diese silberne Düse mit dem kleinen Schlitz drin, wo ich bis... Ja, so zwischen 10 und 12 Bar verarbeite ich jetzt diese Dichtmasse, um dieses Ergebnis zu kriegen. Ah, okay. Dafür brauche ich halt diese Pistole, das halt, weil die macht bis 24 Bar. Und damit kann ich das wirklich so spritzen, auch richtig breit als Akustik. Das heißt, die Pistole macht jetzt 24 Bar, obwohl mein Kompressor nur 10 liefert? Ja, die macht mal 3. 8 Bar schafft dein Kompressor und das Ganze mal 3. Ich habe den so gepimpt, eigentlich macht er so 11. Ja, du machst ja alles möglich. So, okay. Das heißt, hier geht jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Material gleich drauf, ne? Da wird ein bisschen mehr sein, aber viel ist es auch nicht mehr. Wichtig ist nur, das Material aufheizen auf 65 Grad. Das habe ich gerade getan. Die Kartusche einmal aufstechen. Hinten habe ich schon geöffnet vorm Heizen. Vorne aufstechen. Düse aufsetzen. Wie viel Dichtmasse ist jetzt ungefähr schon drauf auf dem Auto? Jetzt, das hier vorne, eine Kartusche. Okay. Wovon die Hälfte, ich schon sehe, hier überall eher so auf deinen Proben und so weiter ist, ne? Weil du ja jedes Mal vorher nochmal einmal... Ja, das stimmt. Ich muss natürlich ein bisschen probieren, wie die Geschwindigkeit ist. Also ist noch nicht mal eine drauf. Das ist der Vorderwagen halt. 12 Bar, bin auf 12 Bar. Mal ganz kurz einen Test. Zack, das passt. Dann gehe ich hier hoch, fahre einmal die Strecke ab, wo ich hin möchte. Fürs Gewissen. Und dann fange ich an. Ist egal, ob von unten nach oben oder? Von unten nach oben ist schön, auf dem Ergebnis her. Okay. Weil wenn ich von oben nach unten mache, dann rutscht mir das Material immer nach. Und so habe ich das halt gleichmäßig gespritzt. Lieber nochmal einmal, ne? Deswegen sage ich, die Hälfte ist nicht... Nee, nicht. Das Material kühlt in der Düse ab, wenn wir hier ein bisschen quatschen. Ah, okay. Ja, das quatsche ich mehr. Zack. Krass. Okay, das heißt, du hast ja gerade schon theoretisch da drunter angefangen. Dass es wirklich gleichmäßig ist, ne? Das ist gleichmäßig, genau. Versuche ich dann heute auch Karossen ab. Ja. Nach dem Unfallschaden, Heckblech. Einfach drauf. Einfach drauf, am schnellsten. Und warum jetzt die Kante so und die anderen so? Weil ich bin kein Roboter. Achso, okay. Ich kann nicht im Radhaus da drin oder im Vorderwagenbereich so extreme Biegungen machen. Verstehe. Der Roboter kriegt es hin, aber ich... Ja, man darf immer nicht vergessen, das sieht bei dir so kinderleicht aus, ne? Ja. Wenn du da aber wahrscheinlich wirklich nur einmal ganz kurz stoppst dabei, hast du gleich so einen Fladen da, ne? Ja, das ist schon nicht einfach, so zu spritzen. Ich würde es jetzt wirklich lieb gerne ausprobieren, aber die Karosse ist zu schade dafür, dass ich da jetzt so ein Schlachtfeld hinterlasse. Okay, das heißt, theoretisch könntest du alles so abgehen. Kann man das dünner spritzen? Nee, das ist jetzt so... Geht auch noch ein Stückchen dünner, geht auch breiter. Okay, dünner. Dann für Akustikplatten spritzen. Also geht beides, sowohl die Breite als auch die Dicke kannst du quasi variieren. Genau. Man spritzt so breit heute zum Beispiel in Türen oder in Kofferböden hinten, auf Radhäusern, auf Heckblechen innen, für die Akustik halt. Oder in Dächern heute teilweise schon. Ja. Statt den alten Dämmmatten, die es früher gab. Die klebrigen Matten, die man einklebt, genau. Okay, naja, aber das gefällt mir, das sieht doch professionell aus hier. Wo können wir das jetzt noch überall machen? Wir können das noch machen im Seitenwandbereich hinten, also Heckbereich innen. Da können wir so eine Naht spritzen. Hecklich wird schwierig, weil Seitenwand ist noch nicht da. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, bevor die Kartusche kalt wird, will ich die nicht weiter aufhalten. Dann kletter ich da rein und machen wir weiter. So.
klar, hier drin ist jetzt natürlich... ist schön kuschelig hier. Da musst du wirklich aufpassen, dass du dich nicht selber... Ich halte dir da mal so ein bisschen Schlauch hoch. Abkleben tue ich mal deshalb, dass ich anfangen kann, dass ich Druck aufbauen kann. Und am Ende klebe ich ab, damit der Druck sich abbauen kann. Ja, sieht man klar, wenn ich jetzt natürlich hier... Wenn ich jetzt das Papier wegnehmen würde, dann habe ich diese schöne Endnaht, die kann ich dann mit dem Pinsel noch verbinden. Zack, dann habe ich eine akkurate Abdichtnaht. Sehr schön. Das Ganze da drüber. Einmal drehen. Hier kann man jetzt auf jeden Fall richtig schön sehen, warum Mike immer erstmal einmal die Strecke abgeht. Weil hier hat man es richtig schön gesehen, diese Kanone, Pistole ist am Ende so lang, dass man gar nicht so daran denkt, dass man vielleicht irgendwo hinten gegenkommt. Ne? Deswegen ist dieser Probelauf immer gar nicht so schlecht, ne? Um also überhaupt zu gucken, ob du überhaupt so viel Freiheit da drin überhaupt hast. Ich gehe generell alle Strecke vorher ab, ja. Egal welche Abdichtung. Ja. Du bist auf jeden Fall der erste Mensch, der in der Limo im Kofferraum war, glaube ich. Und jetzt wolltest du mir noch was im Innenraum zeigen, ne? Ja, wir haben natürlich noch ein paar Kanten, ein paar Schweiße, die wir abdecken möchten. Mhm. Das sind dann hier diese Schweiße, die hier sind. Ja, das sind die Stellen, wo wir den Längsträger, das ist original. Das ist das Originalverschweißte, ne? Mhm. Und wir haben den Längsträger hier zusätzlich trotzdem nochmal von unten an den Kanten geschweißt. Und das ist somit durchgekommen. Genau, und die decken wir auch nochmal ab, damit wir hier keine Korrosion haben in dem Bereich. Weil theoretisch ist es ja eigentlich nicht notwendig, weil wir es ja eh von unten abdichten würden. Ja. Das heißt, Wasser durchkommen kann ja eh nicht, das ist ja ein geschlossenes Blech. So, aber du sagst trotzdem lieber abdecken, dass es nicht da irgendwie unter dem Teppich anfängt zu rosten. Also ich würde es beschichten. Mhm. Auf jeden Fall. Okay, wie gehen wir davor? Man könnte jetzt wahrscheinlich auch mit der Pistole einfach genauso rüber. Ich könnte es annebeln mit einem Spulsystem. Mhm. Na, oder man kann es abkleben und dann mit dem Pinsel streichen, abziehen. Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal Abkleben und Pinsel, weil das haben wir noch gar nicht gezeigt. Das besagte Reinigen. Ja, sauber ist wichtig. Und immer in eine Richtung. Ja, zweite Mal gereinigt. Ja. Erste Mal gereinigt. Mhm. Macht dir das eigentlich noch Spaß, Mike? Na klar. Also ist schon noch so, dass du dich jedes Mal wieder aufs Neue freust, so ein Auto abzulichten. Das ist schon extrem hier. Das ist nicht mal eben so. Meinst du, Unfallschaden abdichten, das ist ja mal schnell gemacht. Aber dafür ist natürlich die Basis hier jetzt. Die Basis ist perfekt dafür. Alles sauber, schön und so weiter. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, die Leute fragen mich auch immer wieder, ob es mir eigentlich Spaß macht, nochmal den Motor auszubauen. Ne? So, und ich sage auch immer wieder, es muss halt gemacht werden. Ne? So, ne? Wenn man da halt ein Fable und eine Leidenschaft hört, ist es eigentlich ja egal, was du machst. Genau. Muss halt Spaß machen. So, jetzt kommt ja die Handpistole zum Einsatz. Wie damals in der Schule beim Tuschen. War die Dichtmasse jetzt auch geheizt oder ist die kalt? Also das Raumtemperatur. War der Raumtemperatur. Raumtemperatur, okay. Da können wir auch noch zumachen. So. Flächen sind beschichtet. Beschichtet. Ich finde, das beschichtet klingt immer so professionell. Das soll Profi auch sein. Irre. Und schon sieht man nichts mehr. Krass. Teppich machst du hier rein? Ja. Das ist ja eigentlich,
Das ist eigentlich wieder so ein Video, was eigentlich so komplett sinnlos ist, weil man später wirklich rein gar nichts davon sieht. Es ist alles lackiert. Die Leute werden sich aber jedes Mal, wenn sie das Auto sehen, daran erinnern, so sah es mal aus. Und jetzt verstehe ich auch den Sinn davon, warum das Ocker ist, ne? Weil so sieht man es wenigstens einmal in einem Video. Ne? Wenn ich schwarz sehen würde, wüsste ich gar nicht, was ich mache. Ich sehe nicht, was ich mache. Ja. Gerade im Wasserkastenbereich hier oben, wenn da eine Stelle irgendwie nicht ist oder nicht getroffen ist, ich sehe es sonst nicht. Ja. Und beim Innenraum sind ehrlich gesagt Chris und ich noch ein bisschen am Grübeln und Überlegen, ob man ihn lackiert oder nicht lackiert. Weil man sieht, wie gesagt, rein gar nichts von. Es liegt eh nur ein Teppich drin. Werden die Leute bestimmt in den Kommentaren schreiben, was sie davon halten, ob sie da Teppich, ob sie lackieren würden oder nicht. Ja, also Teppich kommt eh rein, das steht fest. Somit mal abwarten. Nochmal einmal zum Punkt, das Dichtmittel, was wir verwenden. Gibt es da verschiedene oder gibt es eigentlich nur genau das? Oder ist das jetzt eins, was speziell für mein oder andere Autos gedacht ist? Nein, das ist die spritzbare Naht. Natürlich gibt es andere Dichtmasse auch noch. Mhm. Das auf MS-Polymer-Basis. Das heißt, ich habe die einmal in spritzbar. Hier gibt es auch noch ein Fest. Also eine feste Variante. Mhm. Mein Favorit ist zu 99% spritzbare Naht, weil ich habe da mehrere Möglichkeiten. Die ist recht dünn. Was mir zugute kommt. Das heißt, fest ist wie so Silikon aus der Kartusche. Silikon ist zu weich. Doch, zu weich, okay. Ja. Oder meinst du jetzt, wenn sie ausgehärtet ist, fest? Beim Aushärten. Also, nee, fest, nein, fest meine ich, es gibt diese zum Verarbeiten, diese dünnere Variante oder eine dicke Variante. Okay, jetzt verstehe ich. Ja. Wäre dick zum Beispiel das, was du uns gezeigt hast in dem letzten Video, wo du da auf diesen Scheibenkleber, das ist dann die feste Variante? Das wäre ein PU, also Polyurethan in diesem Fall. Ganz anderes Material. Auch bei dem Aushärten jetzt. Die härtet aus durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit, wie im Polyurethan auch. Mhm. Bloß im Polyurethan spaltet Isocyanate ab. Mhm. Und hier habe ich halt, was nur Alkohol abspaltet. Wie temperaturfest ist die am Ende? Weil also gerade da so im Spritzwandbereich und so? 120 Grad. Mhm. Bis 120 Grad Ist die Temperatur beständig. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwie eine andere Dichtmasse, die man noch nehmen könnte, ein anderes Dichtmittel. Das ist immer auf der Basis, so wie das. Also ich würde heutzutage in dem Bereich, weil ich viele Lacke habe, Wasserlacke, konventionellen Lacke, immer auf MS-Polymer gehen zum Kausi-Abdichten. Also PU nehme ich wirklich ganz, ganz selten noch. Okay. Ich denke mal, du wirst auf jeden Fall noch einige Stunden jetzt brauchen. Ja, ein bisschen brauche ich noch. Wir halten das Ganze natürlich mal wieder wie gehabt als Zeitraffer fest. Und ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen, 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 vielen Dank. Weil Ergebnis hätten wir niemals so hinbekommen. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit. Es ist eine Menge Arbeit, aber die Grundlage ist dafür gut. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, das war's mal wieder für heute. Wir freuen uns beide auf euch morgen Abend. Und im nächsten Video, keine Ahnung, mal gucken, was passiert.